stehe ein bisschen, dann kann ich besser mit Händen und Füßen. Ich habe auch festgestellt, langsam nähert man sich dem Alter, wo man nicht mehr wirklich als jung bezeichnet werden kann. Ich habe heute Klaus Ernst angerufen, der ist ein Jahr voraus. Also nächstes Jahr wird es natürlich ganz kritisch. Ja, es freut mich sehr, dass ich insbesondere hier im Karl-Liebknecht-Haus, letztes Jahr war es noch im Hotel, glaube ich, ja, dass im Karl-Liebknecht-Haus ich ein bisschen was zu euch zur Kommunalpolitik sagen kann. Ich bin ja selber nie in einem Kommunalparlament gewesen, aber ich habe trotzdem viel Kommunalpolitik gemacht als Geschäftsführer von Verdi, wo man öffentlichen Dienst betreut, ist man eigentlich permanent mit Kommunalpolitik beschäftigt. Zugegebenermaßen in einer Großstadt, die die reichste in Deutschland ist, Stuttgart, da hat man es ein bisschen leichter, wie wahrscheinlich viele von euch. Aber in der Tat betrachte ich auch Kommunalpolitik und die Präsenz vor Ort als eine der wichtigsten Grundlagen für die Linke. Wenn wir dort nicht sind, vor Ort, wo die Menschen leben, wo ihr Lebensraum ist, dann werden wir drüber in Berlin oder sonst wo kaum eine Rolle spielen können. Ich habe gesehen, dass wir 80 Hauptamtliche in Ämter haben und 334 Ehrenamtliche. Die sind jetzt nicht alle hier, da wäre der Raum auch zu klein, aber so schlecht scheint mir das für eine linke Partei nicht zu sein. Ich bin ja Baden-Württemberger, da ist man sowieso nicht gewohnt, von Bürgermeister oder Landräte begrüßt zu werden. Wie das inzwischen ja in der Partei, wenn man Richtung Osten geht, aber auch manchmal in andere Regionen schon üblich ist. Ich glaube, da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein. Ich betrachte bewusst die Kommune als Zentrum und Lebensraum für die Menschen. Ich sage das deswegen, weil wir ja in den letzten 20 Jahren eine Entwicklung hatten, insbesondere von neoliberalen Bereichen, die gesagt haben, die Kommune ist quasi wie ein Konzern oder muss geführt werden wie ein Betrieb nach betriebswirtschaftlichen Kriterien. Hier und da gibt es auch Linke, die das sagen, aber das halte ich für ganz falsch. Deswegen müssen wir bewusst sagen, für uns sind die Kommunen ein Lebensraum der Menschen, wo quasi die Vielfalt des sozialen Lebens abgebildet wird. Und das ist kein Betrieb, der nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt werden darf. Und ich kriege auch immer schon die Vollkrise, wenn du in einer Stadt auf einer Personalversammlung bist und der Bürgermeister redet von seinem Konzern Stadt. Ja, also ein Konzern geht nach Profit, nach Konkurrenzprinzipien. Eine Kommune muss die sozialen Lebensinteressen der Menschen wahrnehmen. Und da müssen wir, glaube ich, ein richtiger Gegenpart sein zu den ganzen Bertelsmännern und anderen, die uns einreden wollen, alles muss geführt werden wie ein Betrieb. Ich habe ja das interessante Thema Kommunen 2020 und ich will deshalb das nutzen, um mal 5, 6 Kriterien für eine linke Kommunalpolitik zu benennen aus meiner Sicht. Ich glaube, der erste und wichtigste Punkt ist, dass wir als Linke für eine gute öffentliche Daseinsvorsorge stehen. Das war ja praktisch einer der Hauptangriffspunkte neoliberaler Politik, dass man die öffentliche Daseinsvorsorge zerschlagen will. Also der ganze Komplex Bildung, Kindertagesstätten, öffentlicher Personen, Nahverkehr, öffentliche Anlage und Einrichtungen, wohnortnahe Gesundheitsversorgung, der ganze Komplex der Krankenhäuser. Ich komme gerade vom Landesparteitag in Brandenburg. Da kann man ja ein bisschen stolz drauf sein, dass dort die Linke erreicht hat, dass alle öffentlichen Krankenhäuser erhalten bleiben und rund 400 Millionen in die Krankenhäuser investiert wird, also in die Neu- und Umbauten. Ich glaube, das ist eine wirkliche Errungenschaft. Es kommt dazu, natürlich als künftige Herausforderung, der ganze Komplex Wohnen und Energieversorgung. Und nicht umsonst sagen wir immer, nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Der Staat ist ja ein bisschen mehr wie die Bundesregierung, das sind ja auch die Kommunen. Und die Frage der öffentlichen Daseinsvorsorge, habe ich eine gute wohnortnahe Gesundheitsversorgung, habe ich eine Altenpflege, wo die älteren Leute nicht nur abgeschoben werden,
habe ich einen guten öffentlichen Personennahverkehr, habe ich Kindertagesstätten, die möglichst gebührenfrei sind, habe ich gute öffentliche Anlagen, entscheidet maßgeblich neben dem Lohn und den Sozialsystemen über die Lebensqualität der Menschen. Und insbesondere die Menschen, die wenig Geld haben, sind ja in besonderem Maße auf die öffentlichen Angebote angewiesen. Wer ein gutes öffentliche Daseinsvorsorge hat, hat eine hohe Lebensqualität. Und deswegen müssen wir Linke massiv dafür kämpfen, dass es eine gute öffentliche Daseinsvorsorge gibt. Und das betrifft sowohl die Angebote, betrifft den Zustand quasi der Gebäude, der Einrichtungen, betrifft aber auch das Personal. Auch wir Linke stehen dafür ein, dass für diesen öffentlichen Sektor und für die öffentliche Daseinsvorsorge gut ausgebildetes und gut qualifiziertes Personal beschäftigt wird. Ich habe sowieso nie verstanden, warum bei uns in der Gesellschaft die personennahen Dienstleistungen, da gehören ja auch die öffentlichen Dienstleistungen dazu, so deutlich schlechter bezahlt werden wie industrielle Arbeit. Warum, um Gottes Willen, soll denn die Erziehung unserer Kinder, die Pflege unserer Alten, die Pflege der Kranken weniger wert sein als jemand, der bei Daimler am Band Autos zusammenschraubt? Es gibt, glaube ich, auch kein Industrieland, in dem diese Kluft zwischen industrieller Bezahlung und personennahen Dienstleistungen so groß sind wie bei uns. Das hat natürlich sehr viel mit der Geschichte zu tun und damit, dass personennahe Dienstleistungen in allererster Linie von Frauen gemacht werden. Und wir lange in Deutschland das Modell hatten, Hauptverdiener Mann, Dazuverdienerin Frau. Im Osten weniger, aber wenn man die Zahlen anguckt, wird es leider im Osten zurückgedrängt. Die Vollzeitbeschäftigung von Frauen, ja, die nähern sich eher im Westen an als der Westen dem früheren Zustand im Osten. Also wir müssen ein Interesse daran haben, dass in diesem Bereich ordentliche Gehälter bezahlt werden und gute Arbeitsbedingungen sind. Das gehört, glaube ich, zu diesem ganzen Komplex dazu. Und was wir erlebt haben, dass natürlich einerseits dieser Privatisierungsdruck gestiegen ist, viele dieser Bereiche ja privatisiert wurden der öffentlichen Daseinsvorsorge. Mir scheint, das ist erstmal gestoppt. Es gibt eher die Tendenz, dass bestimmte Sachen wieder rekommunalisiert werden. Da hatten wir ja auch in den letzten Monaten wirklich vielversprechende Ansätze, insbesondere beim Rückkauf der Stromnetze und der Energieversorgungsnetze oder der Rekommunalisierung von Stadtwerken und ähnlichen Dingen. Ich glaube, auf diesem Weg müssen wir eher weitermachen. Dieses Credo, privat ist billiger und besser, ist längst widerlegt. Ich war jetzt diese Woche mit der Bahn unterwegs, von Stuttgart nach Bad Hersfeld zu Amazon, habe 4 ICE-Züge benutzt, alle 4 hatten Verspätung, quasi in einem Tag, und alle 4 hatten so Verspätung, dass die Anschlusszüge nicht mehr erreicht wurden. Also wenn du jetzt einen Termin hattest, wie dort eine Streikversammlung, du kannst gar nicht planen, weil du müsstest wahrscheinlich 1-2 Stunden früher losfahren, damit du überhaupt zu deinem Termin pünktlich ankommst. Also es ist längst widerlegt, dass privat besser oder gar billiger ist. Was wir aber auch erlebt hatten, dass in diesem Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge Prinzipien von Markt und Wettbewerb eingezogen sind. Ich glaube, am gravierendsten haben wir das im Gesundheitswesen, also was jetzt vom Inhalt her nicht so sehr von den Kommunen bestimmt wird, aber in der Sache, zum Teil will man es auch einführen in Kindertagesstätten, also es gibt ja so Artikel, wo die sagen, wenn du heute nicht Chinesisch kannst und nochmal eine Fremdsprache bist, ist dein Kind nicht wettbewerbsfähig. Im Gesundheitswesen ist extrem, weil praktisch dort über die DRGs und ähnliche Dinge längst Wettbewerbsgedanken und Anreizgedanken voll eingezogen sind. Bei der Altenpflege haben wir das schon lange, durch das, dass dort sehr viele private
unterwegs sind und auch die europäische Gesetzgebung und die europäischen Verordnungen zwingen im Verkehrswesen in vielen Bereichen immer quasi das Konkurrenzprinzip zu den Privaten aufrechtzuerhalten. Wenn wir mal ganz genau nehmen, ist dieses Freihandelsabkommen, und zwar damit meine ich nicht TTIP, sondern das Dienstleistungsabkommen, folgt ja genau dem Credo, dass Private gleich behandelt werden wie Öffentliche und insbesondere, wo schon Bereiche privatisiert werden, die Privaten geschützt werden. Also wenn das durchginge, könntest du bereits privatisierte Sachen nicht mehr zurücknehmen in den öffentlichen Sektor. Diesem Credo folgt da praktisch die europäische Politik. Ich bin der Meinung, wir müssen nicht nur deutlich machen, dass die öffentliche Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand sein muss und dort Privatisierung nichts verloren hat, sondern wir müssen auch deutlich machen, dass im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge Markt, Wettbewerb und Profitorientierung nichts verloren haben. Ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass Kranke profitorientiert gepflegt werden. Und ich möchte auch nicht, dass meine Kinder wettbewerbsfähig erzogen werden. Sondern das sind Bereiche, in denen quasi bedarfsorientiert gehandelt werden muss. Dort müssen wir ausgehen von den Bedürfnissen und Interessen der Menschen. Und genau das muss genau das Gegengewicht sein zur betriebswirtschaftlichen Rationalität. Wir dürfen auch nicht zulassen, dass quasi alles und jeder Lebensbereich durch Warenbeziehungen nach Profit und Nutzen organisiert wird. Und genau der öffentliche Bereich muss quasi in dem Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge genau ein Gegenpart sein, wo soziale Beziehungen der Menschen und die sozialen Interessen der Menschen Ausgangspunkt unseres Handels sind und eben nicht Profit, Wettbewerb, Konkurrenz und ähnliche betriebswirtschaftliche Prinzipien. Also es geht nicht nur um die Form, dass es in öffentlicher Hand sein muss, sondern es geht auch um den Inhalt, dass dort andere Kriterien vorherrschen müssen, wie sonst im Wirtschaftsgeschehen, im Kapitalismus. Ein dritter Punkt ist, dass wir neue Bereiche dazukriegen, die früher mal im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge waren und immer weiter rausgedrängt wurden und praktisch Markt und Wettbewerb untergeordnet wurden. Das ist insbesondere die Energieversorgung. Und war ja früher völlig üblich, dass das die technischen Werke der Städte machen und die Stadtwerke. Und inzwischen auch die großen Energiekonzerne waren ja alle mal staatlich und öffentlich voll privatisiert worden. Und man merkt ja, zu was es geführt hat. Und das ist der Wohnungsbau. Ich weiß, natürlich haben wir da einen krassen Gegensatz zwischen Ballungsräumen und teilweise im ländlichen Bereich. Wenn ich durch Thüringen gefahren bin im Wahlkampf, kannst du Häuser kaufen, da wirst du ja auch wahnsinnig, für 15.000 Euro ein ganzes Haus. Und in manchen Großstädten kostet jetzt der Quadratmeter, wenn du eine Eigentumswohnung kaufst, 3.000 oder 4.000 oder 5.000 Euro. Also da, wo du einerseits ein ganzes Haus dafür kriegst, kriegst du woanders gerade mal 3 Quadratmeter. Oder die Mieten laufen den Leuten davon und führt im Übrigen wirklich zu prekären Verhältnissen. Also früher mal war völlig klar, nie mehr wie 30% deines Lohn und Gehaltes fürs Wohnen, für die Energieversorgung. Heute, wenn du Verkäuferin bist und irgendwie 1.000 Euro netto nach Hause bringst, in einem Ballungsraum eine Wohnung mieten musst, hast du schon 50, 60, zum Teil 70% deines Einkommens nur für Wohnen und Energieversorgung. Und deswegen müssen wir quasi die Position vertreten, dass Wohnen keine Sache ist, die dem Markt übertragen werden darf, sondern Wohnen muss jeder, das muss ein Menschenrecht sein, das darf auch nicht profitorientiert sein, sondern muss Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge werden, genauso wie die Energieversorgung. Und wir müssen als Linke immer deutlich machen, dass wir hier auch einen anderen Ansatz haben wie die Grünen. Wir werden im Übrigen, da können wir machen, was wir wollen. Unser Bundestagswahlprogramm ist ja schon deutlich ökofundamentalistischer wie das der Grünen.
Da können wir nochmal 20 mehr verschärfte Sätze reinschreiben. Trotzdem wird die Linke nicht als grüne Partei gelten in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern unsere Chance besteht ja genau darin, das Ökologische mit dem Sozialen zu verbinden und mit der Eigentumsfrage. Und ich bin ja Stuttgarter, erzähle immer gern die Geschichte. Stuttgart ist eine Stadt in Kessellage, praktisch unten im Kessel, da wohnen eher diejenigen, die weniger Geld haben, die Migranten, die kinderreichen Familien, die haben dort aber den meisten Verkehr, den meisten Lärm, die größte Feinstaubbelastung, ja, und die beengtesten Wohnverhältnisse. In der Halbhöhenlage wohnen schon die besser Verdienenden und oben in der Höhenlage wohnen dann die, die richtig Zaster haben. Und die Grünen machen wirklich Umweltpolitik für die Halbhöhenlage und für die Höhenlage. Während die Linke, die Linke muss Ökologiepolitik machen für die unten im Kessel. Ja? Also für die, die auch sozial, weil meistens die sozial am benachteiligten sind, haben auch die schlechtesten Umweltbedingungen bis hin zur Ernährung. Und deswegen muss unsere Ökologiepolitik die soziale Frage, soziale Tarife bei der Energie mit dem Ökologischen verbinden und mit der Eigentumsfrage. Wir müssen quasi sagen, soziale Tarife, Stadtwerke in öffentlicher Hand unter demokratischer Kontrolle und ökologische Politik, regenerative Energie. Die drei Fragen müssen wir zusammenbringen und deswegen deutlich machen, alles Bestandteil öffentlicher Daseinsvorsorge. Der zweite Punkt, wir können da natürlich sehr viel, ich wollte noch ein bisschen was sagen, dass, glaube ich, auch auf die Kommunen ganz stark das Element des sozial-ökologischen Umbaus. Die Kommunen haben durchaus eine große Bedeutung beim Umbau in regenerative Energieformen. Also ich kenne Kommunen, oft sind es die kleineren oder die mittleren Städte, die machen wirklich vorbildliche Politik, was quasi die Ausstattung öffentlicher Gebäude mit entsprechender dezentraler Energieversorgung, mit Solaranlagen, mit ähnlichen Dingen betrifft. Und natürlich spielt die Verkehrsfrage eine ganz große Rolle. Also ich glaube, dass das zum Beispiel wirklich ein grandioser Zug war in Thüringen, diese Frage gebührenfreies Ticket für ganz Thüringen. Ich glaube, das waren wirklich, wo sich die Linke hochprofiliert hat und gesagt hat, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr, Personennahverkehr ausbauen, wir müssen den gebührenfrei machen oder sie machen da so eine geringe Grundgebühr, was die Leute zahlen müssen und damit praktisch das Umsteigen vom Auto in öffentliche Verkehrsmittel befördern und im Übrigen auch für die Leute was tun, die sich gar kein Auto leisten können oder die noch keins haben können, weil sie Schüler oder Kinder sind und stundenlang auf dem Land auf dem Bus warten müssen. Also ich glaube, das wird eine ganz wichtige Herausforderung, wo die Linke auch ökologische Kompetenz mit sozialer Kompetenz und mit kommunalpolitischer Kompetenz verbinden kann. Das Dritte, die Leute sagen immer, ihr könnt ja viel Utopien entwickeln, aber wie soll man es bezahlen? Und ich weiß, von was ich spreche, wir haben ja trotz höherer Steuereinnahmen in der Gesamtfläche haben wir nach wie vor eine extrem strukturelle Unterfinanzierung der meisten Kommunen. Und wir haben praktisch die gleiche Polarisierung, wie wir sie insgesamt in der Gesellschaft haben, zwischen Reich und Arm, haben wir auch bei der Finanzausstattung der Kommunen. Wir haben Städte, die sind zum Teil wirklich reich, wie München oder Stuttgart, die haben viel Industrie, viel Gewerbe oder vielleicht sogar Bankplätze und Ähnliches. Und wir haben Kommunen, die wissen überhaupt nicht mehr, wie sie noch einen genehmigungspflichtigen Haushalt vorlegen können. Und diese Kluft geht immer mehr auseinander. Und hier sind natürlich auch viele Leute aus dem Osten. Und im Osten kriegen wir sowieso ein Riesenproblem bei der Finanzierung der Kommunen, wenn Solidarpakt ausläuft und wenn nichts nachkommt. Und wenn verschiedene europäische Fördertöpfe nicht wären,
würden viele Kommunen im Osten heute schon völlig ausbluten, weil wir nach wie vor eine zu geringe Industrialisierung, zu wenig Gewerbe haben, um quasi die Kommunen auskömmlich zu finanzieren. Und weil natürlich die Aushandlungen zwischen Land und Kommunen und Bund und so weiter immer noch schlecht sind. Deswegen wird die Frage der Finanzierung, die du ja nicht vor Ort regeln kannst, die kannst du nicht mal richtig landespolitisch regeln, die kannst du nur bundespolitisch regeln, aber dafür zu kämpfen, dass die Kommunen als Lebensmittelpunkt der Menschen vernünftig finanziell ausgestattet sind, ist meines Erachtens eine linke Daueraufgabe. Wir müssen immer deutlich machen, dass wir gesellschaftlichen Reichtum und Vermögen umverteilen müssen. Und nirgendwo wird es im Übrigen deutlicher, als wenn wir die Finanzlage der Kommunen betrachten. Ich glaube im Übrigen, dass wir auch mehr Zugkraft nur in unsere Umverteilungsforderungen reinkriegen, wenn wir den direkten Bezug herstellen. Dass wir nicht einfach aus Jux und Dollerei die Reichen besteuern wollen. Mir würde es auch Spaß machen, die zu besteuern. Ich sage ja immer überall, naja, du kriegst ja die Krise, wenn du das gestern gelesen hast in der Zeitung, dass quasi das Hauptproblem der Reichsten ist, wie sie sich inzwischen Inseln kaufen und in den Inselparadiesen der Welt hochwertige Wohnungen. Und man muss sich einfach vorstellen, dass quasi die rund 30 reichsten Leute, 30, mehr Geld besitzen als über die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung. Das muss man sich einfach immer mal wieder verinnerlichen. Und gleichzeitig weißt du nicht, wie du in deiner Kommune die Kindertagesstätte oder die Renovierung von einer Schule oder sonst was finanzieren willst. Nirgendwo wird ja deutlicher, wie krass quasi dieser finanzgetriebene Kapitalismus dem Prinzip huldigt, Anhäufung von privatem Reichtum in wenigen Händen bei gleichzeitiger öffentlicher Armut. Und wir müssen den Zusammenhang herstellen, dass die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums insbesondere den Kommunen vor Ort zugutekommt, den Landkreisen und damit den Krankenhäusern, der Altenpflege, der Kindertagesstätten. Dann kannst du das da auch den Leuten plastisch vor Augen führen, dass es nicht einfach um abstrakte Umverteilung geht, sondern um bessere Lebensverhältnisse für ihre Kinder, um die Pflege ihrer Eltern und ähnliche Dinge. Ich glaube, wenn wir das hinkriegen, quasi diese Verbindung zwischen direkter Lebenswirklichkeit und der Verteilungs- und Steuerpolitik, dann hätten wir viel, viel gewonnen. Und wir würden natürlich auch durch eine andere Steuerpolitik den Kommunen wieder Handlungsspielraum zurückgeben. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Ich glaube, in den Kommunen ist die Demokratiefrage quasi spürbar. Dort ist eigentlich der Hort, wo gelebte Demokratie stattfinden kann und wo gelebte Demokratie stattfinden muss. Dazu gehört natürlich als erstes, dass man irgendwas auch zu entscheiden hat. Wenn natürlich alles privatisiert wäre und alles weggegeben wäre, hast du als Kommunalpolitiker gerade noch zu entscheiden, ob der Gehweg 10 oder 15 Zentimeter hoch ist. Wobei mir dann immer Behindertenvertreter sagen, für uns ist das gar nicht so unwichtig. Aber wir wollen es doch nicht darauf beschränkt haben. Das Zweite ist, dass wir als Linke immer dafür sind, Bürgerbegehren und Abstimmungen vor Ort leichter zu machen, also die Bürger und Bürgerinnen zu beteiligen, im Übrigen auch die Beschäftigten. Und drittens, wir wollen natürlich gläserne Rathäuser und gläserne Haushalte und Transparenz herzustellen, wobei ich schon der Meinung bin, das ist auch nicht der Sozialismus. Ja. Also wenn du über knappe Mittel oder in Tübingen macht der Grüne Bürgermeister gern Abstimmungen und beteiligt die Bürger, wo man am besten sparen soll. Das kann natürlich auch Demokratie sein. Du kannst auch darüber abstimmen wie die AfD, dass man die Flüchtlinge lieber wieder wegschickt und du kriegst da immer Mehrheiten dafür. Das verstehe ich nicht unter linker Politik und auch nicht unter Demokratie. Aber natürlich die Beteiligung der Menschen vor Ort zu organisieren, transparente Haushalte zu machen, in den Stadtteilen zu diskutieren,
über die Kommunalpolitik unter dem Motto, Politik ist viel zu wichtig, um sie allein den Politikern zu überlassen. Das gilt, glaube ich, für alle Ebenen. Sondern quasi zu sagen, wie die Stadt und wie die Kommune der Zukunft aussieht, ist auch Sache der Menschen, die in den Kommunen wohnen. Und damit auch ein Gegengewicht aufzubauen gegen die Politikverdrossenheit und gegen die mickrige Wahlbeteiligungen, scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Dazu gehört auch im Übrigen, ich weiß ja, dass es vielen Mandatsträgern zum Hals raushängt, wenn wir immer reden über die außerparlamentarischen Bewegungen und wie wichtig das ist und auf Parteitagen. Und dann kommen die Kommunalpolitiker und sagen, aber die Kommunalpolitik ist doch auch wichtig und die wird bei uns in der Partei ein bisschen so in die Ecke geschoben. Ich will das nicht machen, sondern ich will da bewusst keinen Gegensatz haben. Ich glaube, für uns ist beides wichtig, eine gute Vertretung in den Kommunalparlamenten, aber auch natürlich außerparlamentarische Bewegungen und Bürgerinitiativen. Und gerade in der Kommune kommt es ja zum Teil zusammen. Also ich habe, noch nie hatten wir in der Geschichte so viele Initiativen, die sich gegen die Privatisierung von Krankenhäusern oder für die Bildung von Stadtwerken oder für den Rückkauf des Wassers oder Stromnetze stark gemacht haben, wie in den letzten 10 oder 15 Jahren. Also die Bedeutung des Öffentlichen und des Kommunalen ist auch in den Augen quasi der Bevölkerung eher gewachsen. Ich weiß noch, als ich frisch Verdi-Geschäftsführer wurde 2001, war es völlig modern, privat ist billiger und besser. Und es gab quasi eine richtige Euphorie, auch mit diesen Aktienspekulationen und alles aufs Private. Und das Öffentliche wurde gering geschätzt. Wir hatten damals eine Kampagne aufgesetzt, die hieß, öffentlich ist wesentlich, stopp den Ausverkauf. Bewusst, um quasi das Öffentliche deutlicher zu machen, welchen Wert es für die Bevölkerung hat. Gemessen an 2001 haben wir heute ein völlig anderes Bewusstsein. Das Öffentliche hat für die Menschen eine ganz andere Bedeutung und die Leute, die heute privatisieren wollen und die sagen, wir schätzen das gering, die haben keine Mehrheit mehr. Und 2001, würde ich sagen, war das eher 70-30 für das Private, heute ist es umgekehrt. Aber diejenigen, die quasi für die Privatisierung sind, verfügen über die Macht, die Strukturen so zu setzen, ja, dass das Öffentliche permanent unter Druck kommt und unter Beschuss kommt und der Zwang wieder größer wird. Und da werden wir im Übrigen auch erleben, dass natürlich ab 2015, 2016 die ganze Schuldenbremse massiv wirkt, sowohl auf die Länderhaushalte als auch in der Folge auf die Kommunalhaushalte. Und da wird es umso wichtiger sein, dass wir da unsere Positionen aufrechterhalten und die Spielräume ausnützen. Aber ich wollte nochmal zurück zu diesem Punkt, außerparlamentarische Initiativen vor Ort. Ich glaube, wir haben deutlich mehr solcher Initiativen in den Kommunen als auf Bundesebene. Bundesebene ist das eher mau und außer Blockupy kann kaum jemand das formulieren oder Streiks noch bei den Gewerkschaften, sonst ist gar nicht so viel bundesweit an außerparlamentarischer Bewegung da. Aber vor Ort ist es zum Teil viel mehr. Das sind viele kleine Sachen, aber die Leute interessieren sich stärker dafür und ich glaube gerade, dass es Aufgabe linker Kommunalpolitik ist, dort das miteinander zu verbinden. Einerseits die Bürgerinitiativen gegen Privatisierung oder auch für bestimmte Sachen zu unterstützen und andererseits ihnen auch in den Parlamenten eine Sprache zu geben. Das ist in besonderem Maße unsere Aufgabe als Linke. Da geht es nicht darum, jede Initiative zu unterstützen. Wir werden bestimmt keine unterstützen, die sagt, das Flüchtlingshaus darf hier nicht gebaut werden. Da gibt es ja auch, es gibt nicht nur linke und fortschrittliche Initiativen. Da muss man natürlich differenzieren, aber es gibt eben auch viele positive Ansätze, die wir unterstützen müssen. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht 4, 5 Punkte sind, die einen hohen Stellenwert haben für die nächsten 4 bis 5 Jahre und wo wir auch eine große Klammer haben zwischen dem, was wir bundespolitisch machen
und mit dem, was wir vor Ort machen. Vielleicht kommt noch ein ganz wichtiger Punkt dazu, der gerade für uns als Linke enorm wichtig ist. Und zwar die soziale Polarisierung, die du ja insbesondere in der Kommune spürst. Wir haben ja durchaus einen Aufschwung gehabt, zum Teil sind auch die Löhne wieder ein bisschen angezogen, zum Teil ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen. Wir haben aber überall einen gespaltenen Aufschwung. Ich war gerade in Brandenburg, die haben einiges erreicht, trotzdem ist die Zahl der Prekärbeschäftigten gestiegen und ist die Armut größer geworden. Also du hast überall gespaltene Verhältnisse. In Berlin zum Beispiel kam letzten Bericht, jedes dritte Kind ist armutsgefährdet. Man muss sich das mal vorstellen, jedes dritte Kind in einem der reichsten Länder der Welt. Deswegen muss das Thema, auch wenn wir immer nach neuen Schichten suchen, die uns wählen sollen, ist die Linke eine Partei, die ganz explizit die Interessen der Armen, der Menschen in den sozialen Brennpunkten, der Menschen von Alleinerziehenden, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen, oder Familien mit Kindern, die zu wenig Wohnraum oder bezahlbaren Wohnraum haben, das muss uns in besonderem Maße im Herzen liegen. Wir werden keine neuen Schichten erschließen, wenn wir die Interessen der Leute hinten runterfallen. Und es ist nirgendwo mehr verspürbar wie vor Ort, für wen wir uns dort einsetzen und für wen wir uns stark machen. Und ich bin absolut überzeugt, auch der Ingenieur, der überlegt, Linke zu wählen, erwartet, dass wir die Interessen der sozial Ausgegrenzten wahrnehmen. Wenn wir das nicht mehr machen, werden auch die uns nicht mehr wählen, denen es besser geht. Es ist ja nicht immer so, mir ist in meinem Leben noch nie schlecht gegangen, sozial, war aber immer links. Es gibt nicht diesen unmittelbaren Zusammenhang, du bist nur links, wenn es dir schlecht geht. Aber alle Leute, auch denen es nicht schlecht geht, erwarten von uns, dass wir die Interessen derer, denen es schlecht geht, am entschiedensten und klarsten wahrnehmen und den Finger auf die Wunde legen. Und das gilt, glaube ich, für die Bundespolitik und gilt auch für die Kommunalpolitik. Und deswegen, glaube ich, ist das eine unserer wichtigsten Basis, immer wieder Vorschläge machen zur Armutsbekämpfung, Fragen der Kinderarmut, der armutsgefährdeten Familien, der armutsgefährdeten Alleinerziehenden. Da kann man viel machen, ja, mit Sozialtickets, mit Wohnpolitik, auch mit dem Bewusstsein, ja, mit kostenlosem Essen oder günstigerem Essen in den Schulen und. Natürlich weiß ich alles Finanzierungsprobleme, aber wir müssen uns ja auch mal ein bisschen vorstellen, du schaust raus, welche Luxusautos auf der Straße sind, ja, welcher ungeheure Reichtum da ist. Und dieses reiche Land kann es sich nicht leisten, dass jedes Kind ein kostenloses, warmes Mittagessen in der Schule oder in der Kindertagesstätte bekommt. Da kriegst du ja eigentlich einen Kropf. Ja, also das hat ja überhaupt keine vergleichbare Dimension. Also ich will jetzt, bin schon über der Zeit, will ein bisschen deutlich machen, wir haben hier 5, 6 Linien. Ich glaube, wenn wir die konsequent vertreten, von der Kommunalpolitik bis zur Bundespolitik, werden wir unsere Erfolge ausbauen, ja, unsere Basis vor Ort vergrößern. Und ich freue mich schon auf die Diskussion mit euch. Dankeschön.